So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Beyond Two Souls. Ja, ich habe mir das gesagt, wir machen das jetzt so, wir gucken mal immer, wie lange, ich schätze mal, das war das erste Kapitel, jetzt kommt das zweite Kapitel oder ich meine nicht, keine Ahnung, Folge, es ist ja irgendwas mit interaktiv. Wir nennen es jetzt einfach mal Kapitel. Und ich habe mir gedacht, dass wir das so machen, dass wir einfach gucken, ein Kapitel in einer Folge, gucken wir, wie lange ein Kapitel geht. Wenn ein Kapitel jetzt länger gehen sollte, zu kurz sein sollte, dann machen wir halt entweder ein kurzes Völkchen daraus, oder wir gucken, dass wir zwei Kapitel zusammenschneiden irgendwie. So, wir drücken jetzt erstmal auf Spiel fortsetzen. Wir sind ja beim letzten Mal hier stehen geblieben, haben diese Frau da erschreckt und sind jetzt irgendwie erwachsen. Was? Da wird dir alles, Alter. Ja, keine Ahnung. Kleid? Ich habe ein schönes Kleid an. Das Kleid ist Schrott. Ich hätte lieber was anderes anziehen sollen. Nein, das Kleid ist perfekt. Wollte ich gerade sagen. Sieht toll aus. Wollte ich gerade sagen, ich finde das Kleid gar nicht mal so schön. Gäste? Was sind das alles für Leute? Menschen. Diplomaten, Politiker, Geschäftsleute, Spione. Das übliche Botschaftsvolk. Aber das Wichtigste ist, sei natürlich. Wenn dich jemand anspricht, einfach immer lächeln. Also verhalte ich mich jetzt natürlich oder soll ich lieber lächeln? Beides. Ich wusste gar nicht, dass du Humor hast. Nur wenn ich Todesangst habe. Ryan, welche Freude, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch, Scheich Ahmad. Das hier ist meine Assistentin, Elizabeth. Ich bin entzückt. Die amerikanische Diplomatie verfügt über solch anmutigen Charme. Ich bin sehr erfreut, Elisabeth. Dankeschön. Gentlemen, ich will nicht länger stören. Wir reden später, Ahmad. Ja, bis dann, Ryan. Wie ist deine Antenne? Aus rein. Guck mal, wie der hinterher guckt, ey, Hammerhart. Er hasst mich. Er würde mich wohl am liebsten erstechen. Aber ich glaube, du gefällst ihm. Sehr schmeichelhaft. Ist mein weiblicher Charme. Ich muss Hände schütteln. Bleib ruhig und misch dich unter die Leute. Du weißt, was du tun musst. Klar. Ja, Botschafter. Wie schön, Sie hier zu sehen. Okay, wir dürfen uns... Können wir jetzt immer noch das mit dem... Ich glaube, Dreieck war das. Da können wir jetzt... Genau. Hallo. Wir sind irgendwie... Ich schätze mal eine Seele aus... Ich habe keine Ahnung, Leute. Oh, wollen wir das mal machen? Nein. So. Wie nein? Jetzt, das fällt zu sehr auf. Nein. Fällt nicht auf. Fällt nicht auf. Ey. Daneben nicht. Okay. Hallo. Ich schätze mal, da darf ich nicht lang. Das sieht zumindest so aus. Handman, dieser Bereich ist nicht zugänglich. Achso. Nur für Botschaftspersonal. Okay. Entschuldigung. Einen unauffälligen Bereich will die. Mal gucken. Guck mal, hier hinten. Das sieht aus wie eine Toilette. Eine Toilette ist unauffällig. Ich bin eine Dame, die aufs Männerklo jetzt geht, okay? Okay. Female Toilets und Mall Toilets. Male, Fohlmale, wie auch immer. Ich bin eine Malle. Ich male gerne, also darf ich da rein, oder? Male. Okay, anscheinend darf ich doch nicht da rein. Schade. Aber kann ich jetzt eigentlich mal vorher stipitzen gehen? So einmal gucken, wer da alles so drin ist? Na ihr? Schreib mich nicht so an. Okay. So, wir machen mal weniger Scheiße und gehen mal lieber da rein. Was guckst du mir der Junge? Spätchenklo. Hallo, Ladies. Sieht toll aus. Cool. Schönen guten Tag, ihr Ladies. Ja, Entschuldigung, ich gehe ja schon wieder. Ich will eigentlich auf die mittlere Toilette. Entschuldigen Sie, junge Frau? Dürfte ich mal? Nein? Okay. Ich glaube, wir müssen hin auf Klo, ja. Seht ihr? So macht man das als Profi. Schöne, gemütliche Toiletten. Guckt euch das mal an. Da ist sogar ein scheiß Sitzpolster. Ja, moin. Was sind das für Toiletten? Schmeiß weg. Tritt sich platt. Warum lässt denn die das fallen? Hammerhart, ey. Aiden, bist du bereit? Da ist ein großes Bild in einem der oberen Räume. Dahinter ist ein Safe. Die Dokumente, die wir suchen, sind da drin. Aber es gibt Wachen und Kameras, also sei vorsichtig, verstanden?
Wachen, Kameras, vorsichtig. Ei, ei. Boah, Zombie-Modus. Okay, wir gehen. Ich schätze mal, die hat gesagt, in den zweiten Stock. Und genau das schnell, machen wir auch. Was? Schnell? Es tut so weh, wenn du so weit weg bist. Ja, ich beeil mich schon. Keine Sorge. Ah, guckt euch den Typen hier mal an. Ein Büro mit dem Porträt des Scheichs. Hier muss es sein. Ja, aber der sieht das doch, wenn ich das jetzt mache oder nicht. Kann ich hier irgendwie? Ist hier? Nein, okay. Nee, es gibt nur das da irgendwie. Wir müssen anscheinend... Oh, falscher Knopf. So, wir müssen anscheinend hier irgendwas ausschalten. Mist. Du musst zuerst die Wache ablenken. Hier, Rabbi! Okay. Ja, was haben wir jetzt gemacht? Wir sind sicher. Habe ich jetzt eine Schleife da erstellt oder was? Können wir einfach hier durch? Da macht einer, ah ja, guten Abend. Ja, ich schnarch nicht so viel, Digga. Hallo, ja, ich kann, glaube ich, irgendwie mit dir Kontakt aufnehmen. Ist mir bewusst. Aber... Ich guck gerade mal, müssen wir hier, ist alles so dunkel. Wir müssen noch in irgendeinen Raum. Ich würde das gerne mal da. Ne, jetzt sind wir immer noch in denselben Raum, kann das sein? Boah, ist das verwirrend hier, ne? Wenn man als Geist rumfliegt quasi. Ja, hier ist noch ein großer Raum. Guck mal, da sind auch noch Türen. Da ist bestimmt der Boss. Ja. Hier sind wir auf jeden Fall richtig. Achso. Jo, in die Mitte. Machen wir. Irgendwo muss ein Schalter sein. Um das Bild zu bewegen. Okay. Such ihn, Aiden. Ja, war klar, dass das die letzte ist irgendwie, ne? Können wir da jetzt irgendwas machen? Achso, auch nur gegen Boxen, quasi. Boah, sind wir gut, Leute. Guck mal, okay, und jetzt? Mal sehen, ob du den Zug aufkriegst. Easy. Aber kann ich nicht auch einfach theoretisch da so... Die Dokumente. Okay. Beeil dich. Ich kann nicht mehr viel länger. Ja, ja, ich beeil mich, ich beeil mich, versprochen. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Okay. Komm, müssen wir irgendwas? R1, okay. Und Vierk. Okay, okay, okay. Mach mal. Wow, die kann aber gut schreiben. Okay, okay. Nächste Seite. Warum schmeißt die das einfach weg? Das ist nicht cool, ne? Kreis, machen wir. Sie blutet aus der Nase. Sie hat ein bisschen Nasenbluten, die Frau. X, machen wir auch. Oh, toll gemacht. Irgendwie nur ein Satz, aber irgendwie ist der Zettel trotzdem voll beschrieben. Ja, ja, du mich auch. Geh mal weg, hier ist Frauen da, Bart, ne? Entschuldigung. Und wer ist das jetzt? Tut mir leid, ich kenne sie nicht. Bitte gehen Sie. Sehen Sie, ich kann nichts tun, um Ihnen zu helfen. Hä? Klauen Sie mir doch einfach nicht meine Sachen! Okay, X, 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 ich drück X. Ich bin Profi im X drücken. Wir sehen nicht besonders fit aus. Nur mal so nebenbei gesagt. Erstmal Wasser ins Gesicht, wir bluten nämlich. Geht das? Oh mein Gott, das würde das gehen. Nehmen wir aber das mittlere, bitte. Es geht. Na, wir haben nämlich da Blut. Seht ihr, wenn man das Spiegel sieht, dass wir da. Mal gucken, waschen wir uns da ab. Yes, ja da. Weil mit Blut rausgehen ist, glaube ich, nicht so der Burner, ne? Da fällt, glaube ich, da ein bisschen auf, dass wir Scheiße gebaut haben, irgendwie, in irgendeiner Hinsicht. Ja, gut. Die guckt ganz schön fertig, Mann.
Können wir sonst noch vielleicht irgendwas machen? Nochmal auf Klo gehen vorher, nochmal einen abseilen oder so. Geht das? Nein, geht nicht. Okay. Ja, man weiß ja nie, ne? Weil wir sehen nicht besonders fresh aus. Ja, ist okay. Das Spiel will anscheinend nicht, dass ich hier in der Ecke bin. Irgendwie wird alles auch immer so klein. Ja, dann benutzen wir aber die Tür. Und dann würde ich sagen, verpinkeln wir uns hier mal, ne? So, erstmal können wir unseren Willi rufen? Also hier diesen... Nein, okay, Dreieck funktioniert nicht. Wir können nicht unseren Willi rufen, oder wie immer der hieß. Ich habe den Namen jetzt schon wieder vergessen. Ich bin echt der Hellste, ne? Okay, klapp ein. Alles klar? Fass mich nicht an! Ganz schön aggressiv. Ich will jetzt gehen. Gut, ja, wir gehen. Die Botschaft. Ja, okay, Leute. Wir lesen uns ja mal eventuell die Botschaft. Sie und Prozent der anderen Spieler haben diesen diese Wege genommen. Mission abgeschlossen, 98%. Mission abgeschlossen nur mit Aiden, 52%. Okay. Video unbemerkt angehalten. Ach, wir haben es angehalten. Sind 43% haben das so geschafft. Mission abgeschlossen ohne Scheich. Ja, ich habe keinen Scheich dafür benutzt. Ich war die ganze Zeit ich. Okay. Er hat, glaube ich, gerade gespeichert. Deswegen schätze ich mal, dass das Kapitel jetzt schon wieder ready ist. Dementsprechend ist da diesmal dann, ich glaube, etwas kürzer. Ich bin mir nicht sicher, wie lange das andere Video ging. Aber egal, ich würde sagen, für den zweiten Teil, wir wollen die Videos dann nicht zu lang halten, wollen halt dafür auch ein bisschen mehr. Und uns jedes Mal überraschen lassen, was so als nächstes davon zukommt, auf jeden Fall. Ich würde dann sagen, nochmals danke fürs Zusehen. Positive Bewertung da lassen, Daumen nach oben und man wird euch loben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, beim nächsten Video. Haut da rein und ciao mit V. Bis zum nächsten Mal. Bye.